Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Tristan und in dieser Videoreihe möchte ich mit euch über die verschiedenen Hobbyaspekte unseres gemeinsamen Tabletop-Hobbys sprechen. Und ich habe mir da eine Gliederung überlegt in erstmal drei große Bereiche. Das eine ist natürlich das Thema Malen, das andere wird das Thema Basteln sein, vielleicht auch unter dem Aspekt von Gelände. Und der dritte Punkt, mit dem ich auch heute starten möchte, ist, sage ich mal, das kompetitive Spielen oder auch Turniere besuchen. Und da das auch allgemein auf diesem Channel ja ein großes Thema ist, würde ich gerne damit auch beginnen und einfach mal mit euch darüber sprechen, was für mich es bedeutet, auf Turniere zu fahren, warum ich das Ganze mache und das werdet ihr sehen. Ich habe ein paar Bilder mir rausgesucht, wo ich jetzt ein kleines Voice-Over drüber legen werde und dann komme ich danach nochmal zu euch und wir sprechen nochmal ein bisschen im Detail über die ganzen Sachen. Viel Spaß dabei! Ja, der eifrige Zuschauer meines Kanals wird ja wissen, dass ich bereits seit über 8 Jahren auf Turniere fahre und ja, der ein oder andere könnte denken, so wie es die Bilder hier zeigen, dass es immer nur darum geht, den nächsten Pokal in die Vitrine zu stellen, seine T3-Punkte zu sammeln und einfach, ums Gewinnen, aber dem ist es gar nicht so, denn ihr seht immer auf den großen Gruppenbildern, dass es wirklich einfach für mich der größte soziale Aspekt unseres Hobbys ist. Man lernt viele tolle Menschen über Turniere kennen, man trifft aber auch alte Bekannte, was sehr, sehr schön ist. Also gefühlt sind jetzt Turniere immer wie kleine Klassentreffen, Freundschaften entstehen sogar dadurch, also gerade zu der aktuellen Zeit oder auch durch Corona, finde ich, hat man durch unser Hobby sehr viele tolle Leute kennenlernen können und auch Freundschaften haben sich dadurch entwickelt. Natürlich ist der Aspekt, sich spielerisch mit anderen Leuten zu messen, aber auch an seine Grenzen zu gehen, gefordert zu werden, eine tolle Sache, ja, sich sportlich einfach mit anderen Leuten zu messen. Das macht Spaß. Ich komme ja persönlich auch aus dem Sport und das ist natürlich auch eine weitere Motivation. Dazu noch tolle Geländeplatten zu sehen, andere Armeen zu sehen, wie diese bemalt sind, ist natürlich auch eine super Motivation. Also nach jedem Turnier, von dem ich zurückkomme, besonders von den großen Turnieren, habe ich wieder richtig Lust, mich an dem Maltisch zu sitzen, weil ich mich einfach wieder inspirieren lassen habe. Und ich finde auch das Thema des Geländes ist ein großer Punkt, weil zu Hause hat man halt einfach nicht die Möglichkeiten oder den Platz, so viel tolles Gelände zu lagern. Und das ist das Schöne auf Turnieren. Aber ich möchte besonders nochmal auf den Punkt zurückkommen, Leute kennenzulernen. Ihr seht hier den Colin oder hier hatte ich einen Spielertag in Osnabrück an einem Sonntag. Und diese Verbindung zu anderen Menschen ist einfach das Tolle wirklich. Es macht einfach Spaß. Man lernt die verschiedensten Charaktere kennen. Den einen mag man mehr, den anderen weniger. Aber alle gehören halt zu der Community. Hier auch Jonesy, ein ganz toller Kerl, muss ich sagen. Denpo, Wolfgang, super Leute. Hier mein Verein aus München tatsächlich oder Dachau aus dem Süden, für die ich Herr der Ringe spiele. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Klar, aktuell bin ich nicht so sehr aktiv bei Herr der Ringe, aber trotzdem sind das alles ganz, ganz tolle Jungs und mit denen ich in den letzten 5, 6 Jahren schöne Dinge erlebt habe. Das ist einfach geil. Aber auch die AOS-Community habe ich mittlerweile sehr schätzen gelernt. Also da sind auch richtig, richtig viele tolle Leute. Hier nochmal das Bild der Nationalmannschaftsanwerber und erstmal danke dafür, dass die Communities einfach so cool sind. Ja, jetzt habt ihr einfach mal ein paar Bilder gesehen und das war jetzt natürlich so im Fast Break alles runtergebrochen, was es für Punkte gibt, die mich persönlich motivieren, auf Turniere zu fahren, aber ich denke auch ganz viele von euch da draußen. Und
Ich finde, das Mindset oder die Grundeinstellung, unter welchem Aspekt ich auf ein Turnier fahre, ist dabei sehr, sehr wichtig, weil natürlich kann ich mir sagen, ey, ich fahre jetzt aufs Turnier, weil ich möchte richtig was erreichen. Ich habe eine starke Liste mir überlegt und mal schauen, wie ich damit performe. Aber dabei ist halt immer ganz wichtig, welche Erwartungshaltung habe ich und wie kann ich auch mein eigenes Potenzial einschätzen. Denn besonders, glaube ich, viele Leute, die in kleineren Spielergruppen aktiv sind oder vielleicht in keinem großen Club, werden die Erfahrung machen, wenn sie auf ihr erstes Turnier fahren, dass sie vielleicht in ihrem kleinen Spielerkreis eine große Nummer sind, sag ich mal, und dort vielleicht ihre zwei, drei Spielpartner immer von der Platte fegen. Aber auf dem Turnier trifft man dann auf ganz andere Charaktere, die vielleicht sogar schon viel mehr Erfahrung und viel weiter in dem Hobby sind. Und da darf man dann halt auch nicht zu verbissen an die Sache rangehen. Und dann kann so ein Turnier richtig, richtig viel Spaß machen. Ich habe ganz viele positive Beispiele bei mir aus dem Club, bei den Würfelgöttern. Also nur um ein paar Namen zu nennen, die Chrissy, der Manu, fallen mir da direkt ein, die Lina, aber auch der Christian, der Stefan, ganz, ganz viele tolle Menschen, die bereits auf Turniere gefahren sind, die dabei richtig viel Spaß hatten. Zum Beispiel Manu und Chrissy, jetzt mal besonders hervorzuheben, die sind letztes Jahr mit uns aufs GTC gefahren, ja, ein riesen Teamturnier. Das war ihr erstes Turnier überhaupt. Danach die Woche haben sie sogar geheiratet, also das war total viel Stress für die beiden, aber die hatten ein richtig geiles Wochenende. Und ich finde, für jeden Spielertyp gibt es Platz auf einem Turnier, das ist das Tolle. Und auch wenn man vielleicht dann in der ersten Runde zufällig auf einen Mitspieler gepaart wird, der ganz andere ja, wie sagt man, Ansichten oder Ziele verfolgt auf dem Turnier, vielleicht ist er super kompetitiv und man selber will einfach nur Spaß haben, dann arrangiert man sich halt ein Spiel damit und durch das Schweizer System oder auch die Winner- und Loser-Brackets wird man ja dann auch wieder auf Leute treffen, ja, die das Hobby ähnlich ausführen möchten wie man selbst. Und das ist halt richtig cool. Ich denke, wir haben eine gute Community, sowohl bei Herr der Ringe als aber auch AOS. 40K denke ich auch, nur da kann ich jetzt halt leider nicht so viel zu sagen, weil ich da nicht so tief drin stecke. Wir sind da auf einem guten Weg. Natürlich hat man noch viel Luft nach oben, aber da ist halt jeder Einzelne von uns gefragt, auf Turnieren oder mit Turnierorganisatoren zu sprechen, in die Kommunikation zu gehen, wenn einen etwas stört oder wenn etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Da aber auch genügend Empathiegefühl mitzubringen, sich in die Lage des anderen hineinzuversetzen und nicht zu engstirnig zu sein. Und ich glaube, dann kann das noch richtig, richtig cool werden. Jetzt ist ja noch ein heißer Punkt, das Thema der Schachuhr. Da streiten sich ja auch die Geister, ist das gut, ist das weniger gut. Aber meine klare Meinung dazu ist, dass eine Schachuhr sehr, sehr gut ist. Es wird ja nicht umsonst auch im Regelbuch empfohlen, dieses Spiel, also zumindest Age of Sigmar, mit Schachuhr zu spielen. Und ich denke, je mehr das jetzt auch auf Turnieren zu sehen sein wird und man sich daran gewöhnt, dann wird es irgendwann ganz normal sein. Und es ist halt einfach super fair. Jeder Spieler hat 1,5 Stunden. Da gibt es eigentlich kein Argument dagegen. Und ich finde, wenn man die Schachuhr auch vernünftig bedient, wie dass der erfahrene Spieler dem anderen Spieler auch hilft, auch die Schachuhr für ihn mit bedient, dann ist das eine ganz feine Sache. Und man sollte halt diesen Punkt der Schachuhr nicht abusen, sodass man jetzt den gegnerischen Spieler oder man selber spielt auf die Zeit des Gegners, weil der vergessen hat, die Uhr zu drücken. So sollte es natürlich nicht sein. Aber das ist halt einfach wieder eine Charakterfrage, denke ich, und nicht ein Problem von der Schachuhr an sich. Ja, ich denke, das sind die Punkte, die ich in diesem Abschnitt von unserem Hobby mal so zusammenfassen wollte. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was euch bewegt, auf Turniere zu fahren. Und ja, jetzt kann ich abschließend nur noch sagen, habt eine schöne Restwoche, lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wenn euch gewisse Dinge stören, lasst es mich auch gerne wissen. Ich habe jetzt immer die Kopfhörer in den Ohren, weil ich glaube, dass darüber der Ton besser aufgenommen wird.
Könnt ihr mich ja auch gerne mal wissen lassen, ob das besser ist als vorher oder schlechter. Und ja, bis bald.